Herzlich willkommen zu unserem Jugendgottesdienst. Wir freuen uns, dass ihr heute mit dabei seid und gemeinsam mit uns Gottesdienst feiern wollt. Vielleicht habt ihr euch lange überlegt, ob ihr wirklich einschalten sollt. Vielleicht hattet ihr Zweifel, ob euch der Jugo überhaupt taugt, ob das was für euch ist. Diese Unsicherheit kenne ich auch. Wozu soll ich mich entscheiden? Was ist das Richtige? Bin ich dabei oder lasse ich es lieber? Dieses Hin und Her, dieses Für oder Wider, diese Zweifel, die haben wir in sehr vielen Bereichen in unserem Leben, auch in unserem Glauben. Jeder hat schon mal an seinem Glauben gezweifelt und sich gefragt, ob es Gott überhaupt gibt. Ich meine, wir haben keinen richtigen Beweis, dass es ihn gibt, wir haben keinen richtigen Beweis, dass es ihn nicht gibt. Manchmal fühlen wir uns verlassen und manchmal denken wir, unsere Worte werden erhört. Ihr habt euch heute für unseren Jugendgottesdienst entschieden, das ist super. Wir werden uns heute auf die Suche begeben nach Antworten und nach Dingen, die uns helfen, unsere Zweifel zu beseitigen. In diesem Sinne wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete. Guter Gott, manchmal stehe ich zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Vertrauen und Zweifel, in meinem Leben, in meinem Glauben. Bist du da oder doch nicht? Öffne jetzt unser Herz, lass uns bereit sein für dein Wort, für deine Nähe, für das, was du uns sagen willst. Schenke, dass wir gestärkt werden durch dein Wort. Lass uns Antworten finden auf unsere Fragen und Sehnsüchte. Segne diesen Gottesdienst und sei du mitten unter uns. Amen. Wenn es mir schlecht geht, dann bist du auch nicht da. Warum soll ich dann an dich glauben? Was bringt mir das? Keiner kann mir versprechen, dass es dich gibt. Warum soll ich dann glauben? Es passieren so viele schlimme Sachen auf der Welt. Wenn es dich gäbe, würdest du doch etwas dagegen tun. Also warum soll ich an dich glauben? Was bringt mir das? Ich kann dich weder sehen noch wahrnehmen. Warum sollte ich dann an dich oder Jesus glauben? Auch ohne an dich zu glauben, kann ich doch ein ganz normales Leben führen. Warum sollte ich dann an dich glauben? Trotz Gebeten ist mir schon so viel Schlechtes passiert. Warum soll ich dann etwas so wie dich glauben? Was bringt mir das? Kennst du auch solche Gedanken? Was würdest du Gott gern mal sagen? Lass uns in einen Moment der Stille darüber nachdenken. Diese Fragen nach dem Glauben lassen mich einfach nicht los. Wie gern wäre ich mir immer sicher? Wie gern würde ich mich felsenfest auf Gott verlassen, ihn spüren, mich von ihm getragen fühlen und geborgen in seiner Hand? Das klingt immer so schön und erfüllend, wenn andere das erzählen. Gott ist immer für mich da. Gott hält mich in den Händen. Er interessiert sich für mich. Ihm sind meine Bitten und meine Sorgen nicht egal. Und trotzdem komme ich immer wieder an den Punkt in meinem Leben, da zweifle ich. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Da frage ich mich, kann ich das wirklich glauben? Meistens kommen diese Zweifel in Situationen, die ungerecht sind
unsinnig oder traurig. Auch in der aktuellen Situation zum Beispiel, in der ich manchmal einsam bin und eine Sehnsucht nach meinen Freunden habe. Wenn zu Hause der Stress immer größer wird, weil die Nerven blank liegen. Wenn ich das Gefühl habe, bei mir gibt's immer neue Schwierigkeiten, Krankheiten, Streit. Oder wenn ich denke, bei mir kommt ein Problem nach dem anderen und es ist keine Aussicht auf Besserung da. Da komme ich manchmal echt ins Zweifeln. Da frage ich mich, wo ist Gott? Wie kann ich an Gott glauben, wenn solche Dinge passieren? Vielleicht geht's dir auch manchmal so, dass es dir schwerfällt, an Gott zu glauben, weil du ihn nicht fühlst und dich von ihm alleingelassen fühlst. Auch bei den Jüngern in der Bibel sind die Zweifel nicht ausgeblieben. Sie haben vieles mit Jesus erlebt, waren live dabei und trotzdem waren sie voller Zweifel und Unsicherheit, als Jesus dann starb. Denn sie hatten sich das irgendwie anders vorgestellt. Aber plötzlich war Jesus tot, angeblich auferstanden. Aber kann man das glauben? Die Jünger waren total verunsichert. War das jetzt alles? War das wirklich echt? Oder war das nur Fake? Besonders stark waren die Zweifel bei Thomas. Er konnte nicht daran glauben, dass Jesus wirklich auferstanden war. Bevor er das glauben wollte, da wollte er die Löcher in den Händen sehen und auch spüren. Nur durch Erzählungen von anderen wollte Thomas seine Zweifel nicht ablegen. Und dann trifft er auf Jesus. Und irgendwie erwartet man beim Lesen, dass Jesus ihm jetzt richtig den Kopf wäscht und ihm klar macht, wie enttäuscht er ist, weil Thomas eben nicht glaubt. Doch Jesus reagiert anders. Er lässt Thomas seine Wunden sehen und mit den eigenen Fingern spüren. Und er merkt, dass es wahr ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Das tut Jesus, damit Thomas glauben kann. Er nimmt diesen zweifelnden Thomas an. Er geht auf ihn zu und holt ihn genau da ab, wo er steht. Mit all seinem Zweifel. Jesus geht auf ihn zu und will ihm Mut machen, dass er ihm vertrauen kann. Er sagt, du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen. Und er gibt ihm genau das, was er zum Glauben braucht. Und es fallen von Thomas tatsächlich alle Zweifel ab und er erkennt Jesus. Er glaubt und ist sich sicher, das ist er, ihm will ich vertrauen. Und ihm will ich glauben. Doch damit endet die Geschichte nicht. Denn Jesus sagt anschließend zu Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Was soll das denn jetzt wieder? Es war doch jetzt alles so stimmig und so schön. Jesus hat sich Thomas zu erkennen gegeben. Und ihm bewiesen, dass es alles stimmt, was er gepredigt hat. Er hat Thomas seinen Glauben zurückgegeben. Ist doch eigentlich prima, oder? Wieso dann noch dieser Nachsatz? Selig oder glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Warum fordert Jesus den Thomas und auch mich auf, all die Zweifel abzulegen und ihm blind zu vertrauen? Wenn ich an mich selbst denke, dann weiß ich, dass Zweifel und Unsicherheit mir nicht gut tun. Sie machen mich traurig, wütend und auch unzufrieden. Wenn ich nicht daran glauben kann, dass ich etwas schaffe, wenn ich mir unsicher bin, ob Gott mir wirklich beisteht, ob er mich wirklich liebt, ob ich mich wirklich hundertprozentig auf ihn verlassen kann, und ob er mir tatsächlich einen Ausweg schenken wird, dann bin ich nicht nur am Zweifeln, sondern manchmal kurz vorm Verzweifeln. Und genau davor
will Jesus den Thomas, aber auch dich und mich bewahren. Aber wie können wir das wirklich machen? Wie können wir blind vertrauen? Ich denke, echtes Vertrauen und echter Glaube kann nur da wachsen, wo eine Beziehung ist, wo man sich kennt, wo man weiß, wer der andere ist. Ich muss also mehr über Gott wissen. Ich muss wissen, wie er ist, wer er ist, was seine Beweggründe sind, warum er mir helfen will und ob er mir überhaupt helfen kann. Aber all das erfahre ich nur, wenn ich ihn kennenlerne, wenn ich etwas über ihn in Erfahrung bringe und eine Beziehung mit ihm aufbaue. Nur dann kann ich meine Zweifel ablegen. Am besten klappt das, wenn man Zeit mit ihm verbringt. Wenn ich zum Beispiel von ihm lese in der Bibel oder wenn ich Andachten höre oder Predigten oder mich mit anderen über ihn austausche und höre, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Oder wenn ich mit ihm spreche, ganz persönlich, im Gebet, so wie es mir gerade in den Sinn kommt und mit all dem, was mir auf dem Herzen liegt. Ich kann auch mit ihm spazieren gehen und seine Schöpfung betrachten, mal genau hinsehen auf die kleinen Wunder, die uns dann begegnen. Jedem von uns fällt etwas anderes leichter. Jeder baut seine Beziehungen auf eine andere Art und Weise auf. Aber ohne eine Beziehung wird das Vertrauen von uns nicht wachsen können. Und ohne Vertrauen werden uns immer wieder diese Zweifel aufsuchen und uns aus der Bahn werfen. Wir dürfen die Gewissheit haben, dass auch in den Zweifeln und Unsicherheiten Gott für uns ist, für uns da ist und dass er uns entgegenkommt, wie bei Thomas. Aber wir können uns auch gemeinsam mit ihm auf den Weg machen und versuchen, diese Zweifel hinter uns zu lassen. Dann können wir voller Vertrauen auf seine Liebe und seine Hilfe unser Leben neu beginnen. Und auch wenn schwierige Zeiten kommen, werden wir lernen und erfahren dürfen, dass Gott Wege finden wird. Das lässt uns mutig neue Schritte gehen und fröhlich in die Zukunft starten. Das wünsche ich dir und mir. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Amen. Thank you.
uns beten. Guter Gott, zu dir darf ich immer kommen. An den Tagen, an denen es mir leicht fällt, an dich zu glauben, wo ich dich spüre und dir nahe bin. Aber auch an den Tagen, an denen ich so gar nichts von deiner Nähe spüre, wenn ich zweifle und unsicher bin. Danke, dass du mich so nimmst, wie ich bin. Schenke, dass die Zweifelnden an ihren Zweifeln nicht verzweifeln. Schenke, dass wir deine Spuren in unserem Leben erkennen können. Schenke, dass wir dich spüren dürfen und dadurch wieder Kraft sammeln dürfen, damit wir im Glauben wachsen und dich immer mehr kennenlernen dürfen. All unsere persönlichen Wünsche, unsere Sehnsüchte, Gedanken und Hoffnungen bringen wir in dem Gebet vor dich, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott geht mit dir in deinen Glauben und deinen Zweifeln. Er ist dir näher, als du denkst und liebt dich mehr, als du glauben kannst. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.